der Nähe des wunderschönen Bad Blumau, gelegen im grünen Herz Österreichs, befindet sich ein Naturwunder, welches bis heute Experten rätseln lässt. In der Nähe der bekannten Heiltherme Bad Blumau befindet sich die 1000-jährige Eiche, welche den Einheimischen auch als Bierbaum bekannt ist. Diesen Namen hat der sonderbare Baum durch seine besondere Frucht erhalten, welche er jedes Jahr trägt. Die Umgebung des Bierbaums ist vor allem für ihre Naturbelassenheit bekannt und zieht viele Touristen Jahr für Jahr in die Region. Er ist auch für Radfahrer, welche eine malzige Erfrischung suchen, ein beliebtes Ziel. Der Bierbaum hat eine Höhe von 30 Meter, einen Stammdurchmesser von 2,5 Meter und einen Umfang von 8,75 Meter. Das Alter des Baums wird auf 1200 Jahre geschätzt. Mitte der 70er Jahre wurde der Bierspender von einem Blitzschlag getroffen und dabei schwer verletzt. Die Hoffnung schien verloren, doch die geheime Bruderschaft des Bieres hörten davon und eilten mit ihrem Wissen über die heilige Kunst der Baumschule zu Hilfe. Von der Entstehungsgeschichte des Bierbaums ist nicht viel bekannt und dokumentiert. Es ranken sich aber viele Legenden und Sagen über die Entstehung des Naturphänomens. So besagt eine alte Volkslegende, dass der Bierbaum aus den Biervorräten eines damals dorfbekannten Säufers gewachsen ist. Der Trunkenbold vergrub seine Geheimbiervorräte im Feld auf seinem Grundstück, um diese vor jenen perfiden Nachbarn schützen zu können. Diese Geschichte kann bis heute leider nicht zur Gänze vollständig belegt werden. Heutzutage ist der Bierbaum eine weit bekannte Touristenattraktion und zieht Bierliebhaber aus der ganzen Welt an. Sein Bier ist für seine unverkennbare Eichenholznote bekannt, welche ein unvergessliches Geschmackserlebnis garantiert.